Mein Name ist Alexander Sawitzki und ich arbeite jetzt seit 2 Monaten mit der No Name Kitchen in Patras, wo wir über 200 Menschen versorgen, die in Griechenland gestrandet sind. Wir haben verschiedene Waschstationen in allen Squads, in allen Schlafplätzen eingerichtet und versorgen die Menschen neben Lebensmittel und medizinischer Versorgung natürlich auch mit Unmengen an Seife und Aufklärung über die aktuelle Corona-Lage. Der Ansatz der No Name Kitchen ist eigentlich, möglichst freundschaftlich und normal mit den Menschen zusammenzuarbeiten und zusammen zu sein, was natürlich unter Corona-Zeiten besonders schwierig ist. Wir halten Abstand, tragen Masken, Handschuhe und versuchen, die Menschen mit allem Möglichen zu versorgen, damit sie selber für sich sorgen können. Das Ganze ist ohne fremde Hilfe natürlich nicht möglich. Hallo, mein Name ist Wiska und ich komme aus Bremen. Ich arbeite hier im Projekt in Patra seit ungefähr 10 Wochen und ich bin für die finanzielle Administration zuständig. Das heißt, ich handle das Budget. Für mich wird es in der letzten Zeit immer klarer, dass wir auf die finanzielle und materielle Unterstützung auch von außerhalb angewiesen sind, da wir versuchen, mit sehr limitierten Ressourcen eine große Gruppe von Geflüchteten zu unterstützen. Die Zustände, in denen die Menschen hier gezwungen werden, zu leben in den verlassenen Fabriken, ist traumatisierend bis einfach nur erschreckend. Ich danke daher jedem, der sich die Zeit nimmt und den Aufwand, die Operation hier vor Ort zu unterstützen.